Nun, um es gleich vorwegzunehmen, auf diese Frage gibt es keine einzelne richtige Antwort. Der Lern 3D-Printing hat eine Vielzahl an Techniken zusammengefasst. Einige Printer nutzen Filamente, andere Pulver und sogar Flüssigkeiten werden zum 3D-Druck eingesetzt. Nichtsdestotrotz werden wir ein wenig Struktur in dieses unglaublich weitreichende und vielseitige Technikangebot bringen und werden heute gemeinsam in dem Video vier der wichtigsten 3D-Printing-Techniken gemeinsam diskutieren. Also unbedingt dranbleiben, gleich nach dem Intro geht's los. Wie schon eingangs erwähnt, gibt es ja unglaublich viele verschiedene Druckertechniken. Suchen wir nach Gemeinsamkeiten, werden wir schnell keine finden. Eine einzelne gibt es zwar. Jede dieser Drucktechniken ist von additiver Natur. Bedeutet, dass das Objekt Schicht für Schicht aufgebaut wird. Nun, am Anfang jedes 3D-Drucks benötigt man ein 3D-File, das von der Druckersoftware meist selbst in einzelne Schichten, 2D-Schichten, zerteilt wird, die dann übereinander gedruckt werden können. Und ab hier enden die Gemeinsamkeiten. Los geht's mit Drucktechnik 1. FDM-Printer nutzen lange Filamente aus Kunststoff, welche erhitzt werden. Die Düse fährt nun jene Stellen exakt ab, die ihm das 3D-Computer-File vorschreibt und platziert dort das erhitzte Filament, welches sich sofort mit dem darunterliegenden Layer verbindet und trocknet. Ist ein Layer komplett gedruckt, rückt die Plattform eine Layerdicke nach unten und wiederum beginnt der Druckvorgang laut Computer-File. So entsteht nach und nach das fertige Objekt. Bei dieser Technik wird das Substrat in der Form eines dünnen Layers Pulver vom Drucker überall gleichmäßig platziert. Ist der Layer vorbereitet, wird, basierend auf der Computerfile-Information, ein Laser auf das feine Pulver gerichtet. Die vom Laser beleuchteten Areale werden zusammengesintert, der Rest des Pulvers verbleibt lose. Abermals wird ein Layer Pulver verteilt und die relevanten Stellen vom Laser verbunden. Dieser Vorgang wird nun bis zum Ende wiederholt. Danach werden die fertigen Teile aus dem Pulverbad entnommen und nachbearbeitet. Der Stereolithografie-Prozess findet in einem großen Tank statt, in welchem anfangs vom Drucker eine einzige Schicht von flüssigen und stark UV-sensitiven Polymeren aufgetragen wird. Nun härtet ein UV-Laser, wieder basierend auf der Computerfile-Information, die relevanten Stellen des Drucks aus. Die Plattform wird eine Layerdicke nach unten geschoben und wieder wird eine Schicht flüssiges Polymer ganz flächig verteilt, welches danach durch UV-Laser gehärtet und somit verbunden wird. Ist das Objekt fertig, wird es durch die Supporting-Plattform aus dem Tank an Flüssigkeit gehoben. Auch hier wird vom Drucker feines Pulver großflächig auf die Basisplattform gestreut. Diesmal wird jenes aber durch einen sogenannten Binder förmlich zusammengeklebt. Farbdüsen können das Objekt auch auf der Außenseite einfärben, innen bleibt der Druck jedoch weiß. Nach dem Härtungsvorgang kann abermals ein Layer feines Pulver verteilt und im Anschluss gehärtet werden. Nach Beendigung des Drucks kann der Druck aus dem Sandbad entfernt und nachbearbeitet werden. Nun, das war's auch schon für den ersten Teil. Vier Drucktechniken haben wir kennengelernt. Natürlich gibt es verschiedenste andere Drucktechniken, die andere Materialien wie Holz, Sandstein oder sogar Biomaterial oder menschliche Zellen druckbar machen. Ein sehr spannendes Thema. Vielleicht kann ich, falls es euch gefällt, ja einen zweiten Teil drehen. Nun, ich wollte mit dem bestehenden Listing ein grundsätzliches Verständnis machen, einen grundsätzlichen Überblick machen, wie funktioniert eigentlich 3D-Technik. Falls es euch gefallen hat, dann bitte schreibt es doch in die Kommentare und gebt mir einen Daumen hoch, teilt es mit euren Freunden, würde es mir einen großen Gefallen tun. Sonst sehen wir uns im nächsten Video, nächsten Sonntag. Bis dahin, stay combat.